Wusstest du, dass ca. 37% aller Krebserkrankungen in Deutschland durch vermeidbare Risikofaktoren verursacht werden? Zu diesen Krebsrisikofaktoren gehören neben Rauchen, übrigens an erster Stelle, eine ungesunde Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel. Und trotz medizinischer Errungenschaften leiden immer mehr Menschen an chronischen Krankheiten, eben auch an Krebs. Und seit 1980 hat sich die Zahl der Krebspatienten sogar verdoppelt und Darmerkrankungen haben sich sogar vervierfacht. Und nicht nur in der Naturheilkunde wird davon ausgegangen, dass all diese Erkrankungen einen gemeinsamen Nenner haben. Und zwar sind es die sogenannten stillen Entzündungen. Und die stellen einen Hauptrisikofaktor für das Entstehen von langwierigen und chronischen und auch lebensbedrohlichen Krankheiten dar. Und inzwischen kann man davon ausgehen, dass ganze 70% aller Todesfälle auf stille Entzündungen zurückzuführen sind. Und genau deshalb habe ich auch das Buch Die Anti-Entzündungsküche geschrieben, weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass man die Ernährung heute antientzündlich gestaltet. Das heißt, wirklich schlechte Dinge wie beispielsweise Zucker rauslässt und viele vitamin- und nährstoffreiche Kost in seinen Alltag integriert. Und wenn man das kann und schafft, dann ist das schon die halbe Miete. Aber in dem Buch habe ich natürlich auch noch weitere antientzündliche Tipps und auch eine Antientzündungsformel zusammengefasst. Da geht es natürlich auch ganz speziell um die Darmgesundheit. Wenn du mein Buch noch nicht kennst, dann schau gerne mal bei Thalia vorbei oder bei Hugendubel oder auch bei Amazon.